Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal vom netten kleinen Yachthafen in Barhöft. Worum geht es heute im Video? Es geht ein bisschen um die Bildgestaltung. Eine Frage von euch war nämlich vor kurzem: Rico, wie entscheidest du, welchen Bildausschnitt du wählst und wie gestaltest du situativ dein Foto? Yachthafen Barhöft. Schöner, netter, kleiner Yachthafen, aber so ein Yachthafen, finde ich immer, ist tatsächlich schwierig zu fotografieren, denn es ist viel los auf dem Bild. Man kann natürlich weitwinklig fotografieren, kann man machen, aber dann hat man lauter kleine Hotspots und man weiß gar nicht so richtig, tja, wo guckst du jetzt hin? Zudem ist es heute noch ein bisschen windig, das heißt, tja, Langzeitbelichtung kannst du eigentlich Abstand von nehmen, denn die Boote bewegen sich. Alles ist irgendwie ein bisschen unruhig, wenn du lange belichtest, sind natürlich die Boote nicht mehr scharf, es ist alles verschwommen. Tja, wie wählt man da das beste Motiv? Man kann natürlich eine weitwinklige Aufnahme machen, klar, kann man machen. Ich zeige es euch hier mal und dann seht ihr mal, was ich meine. Wir haben natürlich so kleine Hotspots an so einem Hafen, wie zum Beispiel tja, so kleine Fischertonnen, die hier stehen mit den entsprechenden Fähnchen, so wie man das kennt. Aber auf einem weitwinkligen Foto geht das Ganze irgendwie so ein bisschen unter. Das heißt, hier habe ich mich tatsächlich jetzt dann auch für eine Festbrennweite entschieden. Und zwar 85 mm von Tamron Offenblende 1.2 an meiner Canon R. 1.2 Offenblende kann ich also schön mit dem Bokeh arbeiten und entsprechende kleine Details rausarbeiten. Und ich denke, das wird genau hier an dem Hafen die richtige Wahl sein. Denn weitwinklig gefällt mir das Ganze irgendwie nicht so. Es macht jetzt auch keinen Sinn, hier einen Polfilter zu verwenden oder einen GND-Filter. Denn dafür ist es einfach, es ist so unruhig auf dem Foto. Das heißt, ich werde mir in dieser Bildsituation jetzt hier entsprechende kleine Spots raussuchen. Und die werden wir mit der Offenblende und auch hier mit der Festbrennweite, 85 mm, hat ja auch so einen ganz bestimmten Stil, dann mein Motiv versuchen rauszuarbeiten. So. Objektiv ist drauf auf der Kamera. Wir gehen jetzt mal los und suchen uns mal hier das erste Motiv. Hier haben wir schon das erste schöne Motiv, was natürlich nicht nur maritim aussieht, sondern es sieht natürlich nach Fischerei aus. Und das möchte ich möglichst gut auf mein Foto bannen. Tja, weitwinklig kann ich euch mal zeigen, sieht es unspektakulär aus. Wir haben zwar hier vorne so diese, die Fischereireusen und hier die kleinen, was sind das eigentlich, kleine Fähnchen, die hier sind. Aber so richtig sticht es am Bild natürlich nicht hervor. Aber ich möchte das hervorheben, das soll der Vordergrund meines Bildes werden. 85 mm und dann gucken wir jetzt mal hier nach dem richtigen Bildaufbau. Wenn ich weitwinklig fotografiere, habe ich hier vorne im Vordergrund natürlich die Steine so mit drauf. Ah, hier unten ist so ein bisschen Schlick und altes Gras, sieht irgendwie nicht schön aus. Das möchte ich raus haben und da helfen mir natürlich hier die 85 mm. Bildaufbau, ich möchte jetzt probieren, dass der Steg den unteren Abschluss meines Bildes bildet. Im Hauptmotiv hier vorne sind die Fahnen und die Tonnen. Und ich habe Glück, im Hintergrund steht nämlich nochmal ein Fischereiboot. Und das bildet quasi, so den Hintergrund meines Bildes. Und genau das machen wir jetzt mal. Wir richten uns ein bisschen aus. Drittelregel kriegt man ganz gut hin. Im unteren Drittel des Bildes ist hier unten sind die Tonnen, mein Hauptmotiv. Und dann machen wir das erste Foto. Wir können hier locker aus der Hand fotografieren. Das Gute ist auch, CPL brauchst du eigentlich nicht. Lichtsituation ist gut. Sonne kommt nämlich von hinten. Das heißt, ich brauche auch keinen Filter, weil ich hier gegen die Sonne fotografiere. Perfekte Lichtsituation. So ihr Lieben, wir haben einen ISO 100, dann nehmen wir eine Blende 8 und da haben wir hier eine 1250 Sekunde Verschlusszeit. Bild noch ein bisschen ausgerichtet und dann machen wir hier unser Foto. Ja, das sieht schon gut aus, weil die Fahnen, die bewegen sich so ein bisschen im Wind, braucht ja natürlich auch eine kurze Verschlusszeit, damit das Ganze möglichst eingefroren ist, aber finde ich schon mal ein gelungenes Foto und sieht definitiv besser aus. Ich kann es euch hier auch noch mal zeigen, als wenn wir eben sehr weitwinklig fotografieren. Denn wir haben hier im Vordergrund tatsächlich den maritimen Teil hervorgehoben.
Ja, und wenn ihr hier so einen Steg lang lauft, dann lohnt es sich tatsächlich, ein bisschen die Augen aufzuhalten und vielleicht auch ein bisschen weiter zu denken, was könnte schon ein gutes Motiv sein. Was sich immer anbietet, sind zum Beispiel Taue an den Booten selber. Ist eigentlich immer, finde ich, ein ziemlich interessantes Motiv. Auch hier muss man natürlich gucken, wie ist jetzt der Unterschied. Wenn ich zum Beispiel sehr weitwinklig fotografieren würde, zum Beispiel mit dem Smartphone, dann wirkt es irgendwie unspektakulär. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Tau, was hier am Boot festgemacht ist. Das kann man aber ein bisschen in Szene setzen. Das ist nämlich gar nicht so schwierig und das machen wir jetzt auch mal. Also, und zwar 85 mm. Ich zeige es euch erstmal vorher. Und zwar, wie das Ganze aussehen würde, wenn ich weitwinklig fotografieren würde. Zum Beispiel mit dem Smartphone. Ja, sieht irgendwie nach nichts aus. Ich möchte jetzt natürlich auf dem Foto mein Detail, in dem Fall hier das Tau, hervorheben. Also kann man hier die Blende ruhig ein bisschen öffnen. Ich würde aber die Blende nicht zu weit öffnen. Ich zeige euch nämlich mal, warum. Wir fangen erstmal an. Wir suchen erstmal den richtigen Bildausschnitt. Auch hier nehme ich die Drittelregel. Drittelregel bietet sich natürlich immer an, wenn ihr entsprechende Kästchen auf eurem Display euch einblenden lassen könnt. Lasst euch die einblenden, am besten 9 Felder und dann könnt ihr gut mit der Drittelregel arbeiten. So, Hauptmotiv, hier unten das Tau, wird jetzt unten rechts bei mir im Bild liegen. Kameraeinstellung, ISO 100. Jetzt habe ich eine Blende 2.8 eingestellt und ich habe eine 1600stel Verschlusszeit. Machen wir das erste Foto. Und wenn ich mir das angucke, dann fällt mir ein bisschen auf, was mir nicht gefällt. Und zwar ist mir die Blende zu offen tatsächlich. Wir haben ein schönes Bokeh, schönen unscharfen Hintergrund. Aber wir haben eben auch schon das Tau nicht mehr von hinten bis vorne scharf. Sondern es beginnt schon in der zweiten Hälfte nach hinten unscharf zu werden. Das heißt, in dem Fall müssen wir tatsächlich hier schon die Blende wieder ein bisschen schließen. Als nächstes machen wir mal ein Foto mit Blende 4. Ja, sieht auch so nicht schlecht aus. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, dann wird es nach hinten schon ein bisschen schärfer noch. Bokeh im Hintergrund ist trotzdem immer noch top, können wir so lassen. Aber auch das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Das heißt, in dem Fall würde ich tatsächlich vielleicht die Blende auf 5.6 schließen und dann hier nochmal ein Foto machen. Blende 5.6, auch das schauen wir uns mal an. Ja, wird schon besser. Das Tau ist ziemlich tief scharf, also in der Tiefe scharf. Wir erkennen auch schon das Steuerrad hinten ein bisschen besser. Würde ich tatsächlich so lassen. Man kann die Blende natürlich auch je nach Geschmack noch ein bisschen weiter schließen. Das können wir mal machen. Und zwar gehen wir mal auf Blende 8. Machen hier nochmal das gleiche Foto. Ja, Fokus sitzt hier in der Mitte vom Tau. Wo ich sagen muss, Blende 8 ist mir schon wieder, das Bokeh ist mir zu wenig. Ja, also 5.6 war schon gut. Blende 4 geht auch. Kann man auf jeden Fall so nehmen. Also ihr müsst da tatsächlich ein bisschen drauf achten. Ja, mit dem Roller kann man schon fahren, macht nämlich immer schön Krach. Ihr müsst halt ein bisschen darauf achten, wie gefällt euch selbst die Schärfentiefe möglichst, wenn es ein bisschen verschwommener ist im Hintergrund oder habt ihr mehr Schärfe im ganzen Bild. Ich würde tatsächlich ein bisschen Bokeh hinten wählen, ist schon nicht schlecht. Eigentlich eine Bagatelle, möchte ich fast sagen hier, aber kann man immer schön auf dem Foto präsentieren. Ich habe vorhin schon noch was anderes gesehen, als ich hier auf den Steg gekommen bin, und zwar eine Ankerkette. Und ich glaube, die kann man auch noch gut in Szene setzen. Sieht erstmal unspektakulär aus, aber wenn du da die Blende richtig zumachst, ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Das machen wir mal. Da gehen wir jetzt nämlich mal als nächstes hin. Und manchmal gibt es sogar führende Linien, die man hier nutzen kann, um den Blick quasi ins Bild zu führen. Hier ist es so, hier liegt ein Tau, ist vorne festgemacht. Auf der rechten Seite haben wir einen Rettungsring und auf der linken Seite, so im Hintergrund, ist noch eine nette kleine Motorjacht. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel super auf dem Foto festhalten. Auch hier wäre es weitwinklig uninteressant. Ich habe jetzt hier mit einer Blende 4 gearbeitet, reicht völlig aus, um quasi einen entsprechenden Fixpunkt hier scharf zu fokussieren und alles andere so ein bisschen unscharf zu lassen, sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund. Und zum Schluss nehmen wir auch noch mal ein Foto mit dem Lensball mit. Die Steine hier vorne, die bieten sich natürlich an. Ich habe hier einen von Rollei, 90 mm hat das Ganze
kommt in der praktischen Tasche und gibt es echt für einen Schnapperkind. Ich glaube, den gibt es im Moment so um die 20 Euro. Verlinke ich euch unten nochmal im Video. Da kannst du nichts verkehrt machen. 90 mm, schöner Ball. Ich habe meinen mittlerweile immer in eins meiner Filterfotograf-Filtertücher eingeschlagen. So sind nämlich überhaupt keine Fingerabdrücke drauf. Ihr könnt ihn komplett in die Hand nehmen. Filtertuch verlinke ich euch natürlich auch. Und dann könnt ihr ihn absetzen. In dem Fall setze ich ihn hier mal auf einen der Steine. So, dann suchen wir uns das passende Motiv hier raus. Ich versuche beim Lensball immer den Horizont, sowohl den Originalhorizont als auch den, der sich im Lensball spiegelt, auf eine Höhe zu bekommen. Ist nicht immer ganz einfach, aber hier bietet es sich an, weil der Stein ja ein bisschen erhöht liegt. Und dann gucken wir mal, ob wir dann ein Foto hinkriegen. Einstellung, ISO 100, ganz klar. Und dann würde ich tatsächlich auch die Blende ein bisschen weiter schließen. Vielleicht mit einer Blende 8 anfangen, denn wenn ihr die Blende zu weit öffnet beim Lensball, habt ihr das Problem, dass ihr nur einen kleinen Teil im Vordergrund, am besten hier wahrscheinlich hier vorne die Spitze scharf habt und alles, was nach hinten sich wölbt, wird schon wieder unscharf. Sieht nicht so schön aus. Lensball hätte ich gern schon immer durchgehend scharf, deshalb schließe ich dort die Blende ein bisschen. Ich habe jetzt eine Blende 8 genommen, dann versuche ich das Ganze hier mal anzufokussieren. Ich muss hier ein bisschen auf meinen Mindestabstand achten, denn bei den 85 mm habe ich tatsächlich einen ziemlich großen Mindestabstand. Aber das passt jetzt hier schon ganz gut. Hab trotz der Blende 8 eine schöne Unschärfe im Vordergrund. Sehe die Boote, die jetzt hier liegen im Yachthafen, schön scharf in meinem Lensball. Ah, sieht schon ziemlich nett aus. Ich glaube, da mache ich noch das ein oder andere Foto. Tja, was ist jetzt also das richtige Motiv oder wie wählt man das richtige Motiv aus? Eigentlich ist es situationsbedingt. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, Mensch, hier mache ich nur Weitwinkelaufnahmen, hier nehme ich zum Beispiel ein Tele. Es ist tatsächlich situationsbedingt. Ihr seht hier, beim Yachthafen könnte man eigentlich denken, ja, schöne weitwinkelige Aufnahme. Na klar, du hast alles drauf auf der Aufnahme, aber so richtig spannend sieht es halt nicht aus. Und dann nutzt es tatsächlich auch mal, wenn ihr vielleicht mal eine andere Brennweite nehmt, in meinem Fall 85 mm. Festbrennweite und dann mal ein bisschen mit der Schärfentiefe quasi mit der Blende spielen. Blende weiter öffnen, Blende weiter schließen, bis euch das Ergebnis gefällt. Und ihr habt es ja gesehen, man kann tatsächlich auch aus Kleinigkeiten, die man eigentlich übersehen würde normalerweise, kann man was Spannendes rausholen. Und ich glaube, tja, das, was die Location hier hergibt, da habe ich schon ja, den einen oder anderen guten Schnappschuss gemacht. Vorne am Anfang, das hat mir am besten gefallen mit den ganzen Fähnchen und den kleinen Bojen. Das fand ich persönlich jetzt am interessantesten. Vielleicht warst du ja auch schon mal hier in Barhöft am Yachthafen. Schreib es mir doch mal unten in die Kommentare. Wann warst du hier? Hast du vielleicht ein bisschen was Spektakuläreres gehabt? Vielleicht war eine große Yacht da oder sonstiges? Tja, all das schreib mir gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn dir mein kleines Video zur richtigen Motivauswahl an diesem Spot hier speziell natürlich gefallen hat, dann lass mir fürs Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und du hast es noch nicht getan, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.